Herzlich willkommen bei TipTopTube zu diesem neuen Video. Hi. Heute werden wir einen Tag lang von einem Euro überleben, Ash. Ja. Machen wir es wirklich? Also ein Euro nur für einen Tag, ist echt sehr, sehr wenig. Ich schreibe jetzt an der Stelle rein, was würdet ihr euch kaufen, wenn ihr nur einen Euro für den Tag habt? Für Essen, für vielleicht Trinken oder irgendwas? Ja, die habe ich, die beiden Euro. Also Ash kriegt einen Euro, ich bekomme einen Euro, kriegst du gleich. Wir müssen natürlich erstmal einkaufen für Frühstück, Mittag, Abendbrot. Okay, Ash, warum bist du hinten? Warum du hinten sitzt? Warum nicht? Ich habe positive Neuigkeiten. Hier ist ein Euro. Okay. Und weißt du, was ich gerade gesehen habe? Guck mal hier ein Chrissys Auto runter. Pfand! 25 Cent sind das! Ja! Nehmen wir die mit oder lassen wir es hier stehen? Wir suchen Pfand auf der Straße. Wir haben halt nur 1 Euro, vielleicht ist hier in den Einkaufswagen noch irgendwas drin. Richtig, vielleicht hat irgendwer, keine Ahnung, eine Pfandflasche oder irgendwas sich hier liegen gelassen. Wir müssen versuchen, mehr als diesen 1 Euro rauszubekommen, weil 1 Euro ist nichts. Kassenzettel, Werbung, Müll. Wir müssen noch mehr als 1 Euro haben. Lol. Lass uns doch einfach... Ist das nicht deiner, den du vielleicht fallen gelassen hast? Chillig! Aber den teilen wir uns, okay? Der ist nass. Mach den Ehrenbruder, bitte. Nein. Wir gehen jetzt erstmal rein, mal gucken, was wir da so finden. Ash hat 2 Euro, das ist ziemlich unfair, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind fertig, wir haben bezahlt und Leute, ich muss euch einmal ganz kurz den Kassenzettel zeigen. 8 Cent wiederbekommen, Ash. Wollen wir uns noch was für 8 Cent holen oder scheiß drauf? Scheiß drauf. Wir schauen jetzt erstmal, was wir mit dem Kram anfangen können. 3 Euro für uns beide, ist ein Witz eigentlich. Es ist Zeit für Mittagessen. Ich würde sagen, ich kann locker was vertragen. Es ist ein bisschen später das Mittagessen, muss ich dazu sagen. Aber ist nicht schlimm. Was hast du vor zu machen zum Mittag? 2 Kartoffeln. Wir versuchen das Beste draus zu machen. Geh schon mal in die Küche, mach schon mal den Herd an, mach Wasser, einen Topf. Ich werde mir zum Mittagessen Kartoffeln machen. Jetzt einmal die Kartoffeln abwaschen. Hier rein. Boah, sieht nice aus. Erste kann ich mir sagen, für dich machen wir schon mal, ne? Habt ihr irgendwo ein Schneidebrett? Das Gute ist an Bratkartoffeln, hast du eine kleine Kartoffel fürs Auge mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht richtig gut aus von der Menge. Also ganz ehrlich, 3 Kartoffeln sieht aus, als könnte ich davon locker satt werden. Für so ein bisschen 50 Cent oder so haben die Kartoffeln nämlich gekostet oder so. So, jetzt muss ich noch die Zwiebeln mal schnibbeln. Ah. Aber ganz ehrlich, zum Abendbrot später, ich glaube, das wird... Ich habe eine Karotte, das muss reichen. Ich will jetzt schon meinen Teller raus. Ey, ich weiß, dass du mir reinfällt. Ja? Wir müssen doch was zu trinken haben noch. Ich habe mal gesehen, so ein Liter Leitungswasser oder so kostet vielleicht 2 Cent oder so. Meins ist schon mal fertig, jetzt glaube ich, das kocht doch gut. So, also die Bratkartoffeln sehen auf jeden Fall sau nice. Komm mal kurz zum Ende nochmal schnell die Zwiebeln rein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Essen, das ist leicht zu machen. Sau günstig eigentlich auch, wenn man mal so bedenkt eigentlich. Zeit für unser... Ah ja, scheiße, der Teller ist heiß. Bisschen verspätetes Mittagessen, aber egal. Dafür auch umso nicer, finde ich. Ich muss ehrlich sagen, es sieht geil aus. Ash, dein Essen sieht legendär aus, muss ich ehrlicherweise sagen. Und Ash, wie schmeckt dein Essen so? Hi. Von der Menge her haut das eigentlich voll hin so. Das ist zwar relativ wenig, aber nicht so wenig, dass man nachher denkt, die ganze Zeit so scheiße, ich muss was essen. Von daher guten Appetit, würde ich sagen, oder? Und dann sehen wir uns beim Abendbrot. Ja, genau. Zeit fürs Abendbrot. Boah. Nein, du kommst keins. Eins? Du kommst keins. Okay, also gut, dann bekomme ich leider keinen Toast von Ash. Allerdings, Leute, während Ash sein Brot schmiert, habe ich noch was viel Besseres. Diese Karotte hier, und die werde ich nicht mal schälen oder so, weil ich möchte keine Karotte, was? Wie bitte? Dann muss ich bin gerade voll schockiert. Ich zeig dir, wie man das macht. Man nimmt sich die Karotte. Wie, du verschwendest irgendwas. Aber. Heißes Wasser. Oder? Die Schale ist kostbar, die ist auch, die macht einen hungrig. Man isst doch nicht die ganze Karotte mit Schale. Okay, wir essen letztes, also ich esse letztes Jahr nur mit Schale. Ja, man schält die. Ich einmal ordentlich würde sagen, wir essen immer im Zimmer, oder? Im Ernst jetzt? Ja, vielleicht das am Ende nicht. Ah ja. Wollen wir im Zimmer essen? Ja, geh schon mal vor. Was geht's? Also, man kann es kaum glauben, aber ich werde... Komm jetzt. Ah. Geil. Was soll ich dazu sagen? Hast du was dazu zu sagen? Guten Appetit. Danke. Mhm. Ash, warum habe ich den Euro nicht gefunden? Hm? Weiß nicht. So unfair. Ich muss einfach eine ganze Packung Toast kaufen. So, mehr Glück. Es ist Zeit für unser Frühstück und ja, wie man sieht, das ist eigentlich nur das, was Ash gekocht hat. Aber Ash war so nett. Du kannst schon mal mit Teller raus. Ich bin noch müde. Teller raus. Dass du schon was von hier kommst, das will die Teller raus. Was? Teller raus wird. Wo sind sie? Ich weiß nicht, wo Teller sind. Teller raus. Wo habt ihr Teller? Da wollen wir die toasten? Ich toaste einfach unsere beiden. Da ganz hinten drin? Was ist das denn hier für ein Versteck? Also, es gibt Brot und Ash ist so freundlich und gibt mir eins ab.
Also eins für mich zum Frühstück mit Frischkäse. Ist natürlich super großzügig. Dazu haben wir Wasser von Mama bekommen. Sehr, sehr nice. Also was ich noch euch geben kann oder dir vor allem geben kann, weil er schreibt ja Frischkäse. Dir kann ich Marmelade anbieten. Nee, ich nehme auch Frischkäse. Wir haben uns darfst du? Ich habe ihm ein bisschen Geld dazugegeben. Echt? Ja. Achso, hab ich's abgemacht schon. Ja, gut. Ja, sonst hätte ich es nicht kaufen können. Deswegen habe ich ein bisschen ihm Geld gegeben, damit ich das auch abbekomme. Ganze 10 Cent. Ach so. Ja, besser. Also dank mir könntest du den überhaupt kaufen. Ja, also wir machen unser Frühstück kurz und dann... Warte. Er ist einfach eine ganze Packung Toast. Die reicht nochmal für die nächste ganze Woche. Ich wollte gerade sagen, das wird auch noch ein bisschen länger reichen. Willst du mir einen verarschen? Nächstes Mal gebe ich dir gar nichts davon. Frischkäse. Oh. Ist das in den 10 Cent mit drin, oder? Ja. Dass mir das Brot geschmiert wird. Sehr, sehr großzügig. Also ich würde sagen, Essen ist fertig. Essen wir erstmal. Ich glaube, es ist wirklich einer der günstigsten Einkäufe, die wir jemals gemacht haben. So, also eine gute Idee wäre, nur Lebensmittel zu kaufen unter 1 Euro. Also zum Beispiel für 0,99 Euro Toast, für 0,99 Euro Frischkäse, für 0,99 Euro eine Packung Haribo. Sollen wir was machen? Schreibt rein. Ich hatte sonst eine geile Idee jetzt, weil wir wissen, wenn man so ein Video dreht, wer den längsten Kassenbon hat. Da bin ich dabei. Ja. Echt? Aber ihr müsst dann ganz viele günstige Sachen kaufen und nicht teure, damit man so längst... Naja, macht ja mehr Sinn, oder nicht? Ich dachte, du bezahlst. Ja, ich kann es ja bezahlen, aber mal gucken, wir müssen uns, glaube ich, den Betrag nochmal ausmachen. Okay, also... Das wäre doch mal was, oder? Ich habe schon aufgegessen, dass du vorher erklärt hast. Oh, okay. Schön. Also wäre der Ash noch theoretisch noch ein Brot machen könnte, hätte ich noch eine Scheibe haben. Die hat nur nicht mal einen Euro gekostet. Ich hab hier auch ein bisschen Geld. Ich kaufe mir jetzt eine. 8 Cent. Für 8 Cent eine Scheibe. Das ist ein fairer Preis. 1000 V-Bucks. Nicht auf mein Mauspad! Oh ja. Zunge. Ich hab hier schon Mauspad. Das Mauspad ist weiß. So, okay. Leute, das war's mit dem Video. Lasst gerne noch oben da, schreibt mir gerne jetzt in die Kommentare, was ihr euch für einen Euro kaufen würdet. Also wenn ihr angenommen, ihr hättet jetzt einen Euro zum Einkauf, was würdet ihr denn davon holen? Würde ich gerne wissen. Bis nächste Mal, ne? Mhm. Ja. Und eine Packung Haribos drin. Ja. Das wäre es dann auch gewesen. Also ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ash, was brauchst du jetzt? Fortnite. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao.